ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Ich bin heute wieder in der Deathrun-Map und zwar 203 plus Level Default Deathrun. Es soll XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie hoch die XP sind, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen, ob es Bonus-XP gibt, wie viele XP pro Checkpoint. Wir werden uns anschauen, wie schwer die Sprünge sind, ob sie mittel einfach normal sind. Wir werden uns anschauen, wie farmfroh die Map ist. Ich werde allerdings auch am Startpunkt irgendwann wieder ein Timelapse-Video starten, weil 203 Level sind tatsächlich ein bisschen zu viel für eine Aufnahme. Deswegen werde ich am Anfang und am Ende der Map was sagen. Und jo, genau, in der Mitte die ganzen Sprünge nehme ich wieder als Timelapse-Video auf. Startraum, ja, okay, dreifarbig, vierfarbig ist was grau, grün und einmal blau. Ein einziges Mal ist hier drinnen blau verbaut. Ah, na okay, und noch ein bisschen. Ansonsten Bäumchen und es steht unter Wasser. Okay. Oben links steht 10 Level Series XP, also kriegen wir für alle 10 Level XP. Wir kriegen fürs komplette Deathrun XP. Und ich würde mal gucken, kriegen wir auch für die... Wow, kriegen wir für die Checkpoints XP? Ja, kriegen wir. Sprinten ist an, sehr schön. Dann würde ich sagen, ich starte jetzt hier das Timelapse-Video. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn das, oder wir hören uns gleich wieder, wenn ich das Jump'n'Run geschafft habe.
So, ja, was soll ich sagen? Wir haben 180 von 200 Leveln gemacht. Wo sind denn die anderen 20 Level hin? Das verstehe ich jetzt nicht. Wo sind die anderen Level hin? Es fehlen 20 Level. Es stand da 203 plus Level. Das heißt mehr als 203. Wir haben jeden Checkpoint mitgenommen. Wir sind auf 180 Level gekommen. Das ist also gelogen. Hier gibt es keine 203 Level aufwärts. Ja, ich war gerade selber erstaunt, dass es nach 180 Schluss ist. Der letzte Checkpoint hier hat nochmal gut XP gegeben, aber ja. Okay, was kann ich zur Map sagen? Die Sprünge sind einfach. Ich habe den einen oder anderen verkackten. Das ist normal, wenn man schnell machen will. Ansonsten hat sich sehr viel wiederholt. Also einiges hat sich wiederholt tatsächlich. Das ist dann wieder langweilig. Bei 200 Leveln oder 180 Leveln dürfte das nicht sein. XP-technisch, ja, es passt, also, es ist nicht zu wenig, das kann ich nicht sagen, man kriegt pro Checkpoint XP, pro alle 10 Level kriegt man XP, ja, das passt, so wie es ist, und die Bonus-XP am Ende hier für den letzten Checkpoint, 8000 noch was, das ist voll legitim, voll gut, geil, gerecht, keine Ahnung, wie man das alles nennen mag. Aber der einzige Nachteil ist wirklich, wo sind die 20 Level plus hin? Ich habe 180 Level gemacht, ich habe jeden Checkpoint mitgenommen, ich habe nur 180 Level. Wo sind die anderen 20 Level? Wo ist das Plus hin? Denn 203 plus heißt, es sind mehr als 203 Level und das ist hier nicht der Fall. Das ist also gelogen. Ansonsten, ich kann die Map nur weiter empfehlen für die paar XP und wenn man jetzt mal über die 203 plus Level hinweg guckt, kann ich die Map nur empfehlen. Ja, farbenfroh ist sie nicht wirklich, also es bleibt immer das Gleiche. Zumindest habe ich immer nur Blau und Kyan vor den Augen gehabt. Und mal das Gold von den Münzen, aber das war's dann auch. Jo, wenn ihr die Map spielen wollt, Mapcode gibt es in der Videobeschreibung. Das ist bei mir Standard so, weil ich die Creator so unterstütze. Ansonsten, lieber ASR, bau die letzten 20 Level bitte ein und ändere es um auf 200 Level Death Run und nicht 203 Plus Level, weil das stimmt hinten und vorne nicht. Weil ich sag mal so, für die 20 Level hätte ich jetzt locker das Level abschaffen können. Ansonsten, wenn ihr Map-Codes habt, schreibt sie mir in die Videobeschreibung. Würde mich sehr freuen. Mich würde es auch freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst. Ansonsten, ja, Map-Code in die Videobeschreibung. Sei es Deathrun, sei es Jump'n'Run, oder ist ja Deathrun, sei es Finte-Button, sei es irgendeine Themen-Map oder irgendwas anderes. Da freue ich mich sehr drüber. Und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar,